bin ich schon wieder bei Veganox Barbecue. Heute will ich mal einfach einen schnellen, geilen Burger machen. So, und da benutze ich ein kleines Gadget dafür. Und zwar habt ihr vielleicht das Video vorher gesehen, wo ich mal Gas gegen Kohle ausgetestet habe und auch so eine Grillmatte ausprobiert habe. Für meine Zwecke Grillmatte, für Fleisch brauche ich nicht, aber für Gemüse, zum Beispiel gleich für Zwiebeln und so weiter alles, ist ja eine gute Sache. Und jetzt habe ich im Baumarkt hier gefunden, so eine Grillmatte in Form eines Korbes. Und ich denke mir, da können wir gleich ganz cool die Zwiebeln drin anschmoren, vielleicht noch einen Spiegel reinkloppen und dann gucken wir mal, dass wir hier einen geilen Burgerzauber kriegen. Also, wir gehen weiter zum Tisch und bereiten alles vor. So, jetzt sitze ich hier schon am Tisch und wir haben das meiste auch schon hier, bis auf den Salat. Der wird gerade noch geschnippelt und hier, wir gucken das schon mal im Detail an. Also, hier haben wir ein paar Burger Patties, die habe ich gemacht mit der Burgerpresse. Dann haben wir ein paar rote Zwiebeln, ein bisschen Speck, ein Ei. Hinten habe ich mein Salz und mein Pfeffer, wieder das Flockensalz, ich stehe da total drauf. Und dort hinten haben wir schon die dänischen Gurken, finde ich super, das sind so eingelegte Gurken, passen super zum Burger. Ein bisschen Soßen, eine Barbecue-Soße, eine Mayo, ein Senf und ein Ketchup. Da generell auch nochmal zu den Soßen ist zu sagen, es gibt ja 100 verschiedene Soßen. Und Leute, benutzt einfach, was euch schmeckt. Schaut nicht nach Marken, schaut nicht nach Preise. Natürlich muss man auch nach Preise gucken. Also ich würde mir jetzt, glaube ich, auch keine Soße für 100 Euro holen. Aber es kann sein, dass meine Soße etwas teurer ist. Die schmeckt halt dann einem manchmal besser. Es kann aber auch mal eine Soße für 2 Euro sein. Und die schmeckt auch hervorragend. Also bei mir ist das wirklich quer durch. Ich finde teure Soßen mega geil. Aber ich habe auch ein paar günstige, die ich super geil finde. Und ich benutze einfach das, wo ich gerade Bock drauf habe. Und so solltet ihr das auch halten. So, jetzt gehen wir darüber zum Grill. Schmeißen die Gasplatte an. Denn wir haben ja gesagt, wir machen das mit Gas. Und dann fangen wir erstmal an mit den Zwiebeln. Wir sehen uns gleich drüben. So, dann fangen wir mal an mit den Zwiebeln. Ich probiere das jetzt einfach mal hier in dieser Schale aus Grillmatte. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. So, ich habe jetzt hier so ein, riecht auf jeden Fall schon sehr gut. Ich denke, ich muss ein bisschen die Zwiebeln einölen, so ein ganz klein bisschen. Deswegen habe ich hier so ein Sprühöl. Das haue ich jetzt mal hier drauf. War ein Olivenöl. Und dann kann ein bisschen besser brutscheln. Boah, das riecht schon sehr gut. Ich salze jetzt ein bisschen. Jetzt kommt auch eine Prise Zucker drauf. Das ist sehr, sehr geil, weil es dann so ein bisschen karamellisiert. Schön braun werden sollten. So, dafür mache ich den Deckel jetzt zu und lasse das mal ein paar Minuten da drin. So, da ich es selbst noch nicht getestet habe, habe ich mich jetzt mal dazu entschieden, mal so ein paar Scheiben Speck hier auch mit reinzulegen. Gucken, ob wir die hier drin auch knusprig kriegen. Ansonsten machen wir gleich auch noch welche auf dem Rost. Schau mal, also ich denke, wenn die das schöne Speck ein bisschen abgeben, wird schon was lecker. Oh, das sieht gut aus. Also der Speck scheint auch gut hier drin zu funktionieren. Schaut euch mal an, wie geil das aussieht. Also der Speck, der funktioniert hier echt gut in der Grillmatte Schale. Nehme ich jetzt gleich raus, der sieht echt super aus. Die Zwiebeln sind auch schon schön weich. Genauso wollte ich sie. Die lege ich jetzt einfach noch hier oben drauf und da können sie noch ein bisschen nachziehen und noch ein bisschen weicher werden. Aber so sind die schon echt spitze, so will ich die auf dem Burger haben. Deswegen hole ich mir jetzt mal ein kleines Gefäß, was ich hier oben hinstellen kann, wo ich die Sachen drauflegen kann. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Zwiebeln kommen jetzt hier rein. Den Speck, den legen wir auch hier oben rein. Lege ich jetzt einfach hier oben drauf. So, und die nehme ich jetzt runter. Die brauche ich später nochmal fürs Spiegelei. So, und dann ist es jetzt an der Zeit, hier mal
so ein Grill-Patty hier, so ein Hamburger-Patty draufzulegen. Das ist reines Rindfleisch, ungewürzt. Probieren wir mal unser Bestes und werden den jetzt mal hier schön angrillen. In 2-3 Minuten drehen wir den mal. So, die ersten 3 Minuten sind ungefähr um. Jetzt drehen wir den mal. Man sieht schon, schön Rost da rumgekriegt. Ich lasse mir von der anderen Seite nur 3-4 Minuten, dann ist der auch fertig. Währenddessen werde ich hier schon mal wieder die Schale draufstellen und versuchen, da das Ei drin zu machen. Habe ich auch noch nie gemacht, probieren wir aus. So, der Burger, der müsste jetzt auch fertig sein. Den nehmen wir jetzt runter, legen den auch hier oben rein. Mit unseren anderen Sachen. Und jetzt schließe ich einfach den Deckel und lasse hier noch ein bisschen das Ei durch. Ich dachte, das geht schneller, aber ihr seht, so langsam stockt es hier. Wenn der Deckel jetzt unten ist, dann geht das Rambazamba. Was ich jetzt noch mache, ich lege noch kurz unser Brioche-Brötchen drauf, damit das so ein bisschen anknuspert hier, wo ich es durchgeschnitten habe. Und dann ist das in einer Minute hier fertig. Wenn das Ei fertig ist. Ja, sieht schon viel besser aus. So, jetzt kommt das Brötchen hier noch drauf. Nochmal zumachen. Eine Minute, dann ist das Ding gegessen. So, und jetzt fangen wir einfach mal an und legen uns das Ding zusammen. Ich fange an mit ein bisschen Senf. Dann nehme ich hier den Dijon-Senf. Ja, kann ruhig was drauf. Reibe ich ein bisschen. So, ich hau dann jetzt immer erst schon den Salat drauf. Salatherz. Dann kommt das Fleisch drauf. Boah, schön saftig. Jetzt machen wir ein bisschen Gewürze drauf. Heißt, ein bisschen von meinem Salz. Und ein bisschen vom Pfeffer. Jetzt mache ich ganz normal einen Ketchup und Mayo drauf. Vorher mal schütteln. Jetzt kommt ein Glöckchen drauf. So. Dann nehme ich die dänischen, die sind richtig gut. Die mag ich. So, was haben wir denn jetzt noch? Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Zwiebeln, unseren geschmorten Zwiebeln. Kommen jetzt hier drauf. So, darauf kommt ein bisschen Barbecue-Soße. Da habe ich euch schon erzählt, nehmt einfach die, die ihr mögt. Ich stehe aktuell auf diese hier, das ist eine günstige. Gibt auch teurere. So, jetzt darf nicht fehlen, der knusprige Speck. Richtig knusprig. So. Ein, zwei Tomätchen. Und als Abschluss das Ei. So, und ich würde sagen, so hat doch einfach mal ein Burger auszusehen, oder? Den werde ich mir jetzt schön reinballern. So Leute, jetzt geht's los. Jetzt muss ich mir das Teil noch ein bisschen zusammendrücken und dann irgendwie in den Mund reinbekommen. Ah, das Ei zerläuft schon. Yeah, genau so muss das sein. Mmh. Oh. Ich glaube, ich sehe aus wie eine Sau. Aber Leute, das ist für mich der perfekte Burger. Boah, geil. Mmh. Es suppt. Man sieht danach aus wie Sau. Mmh. Aber man kann nicht aufhören zu essen. Und ich verspreche euch, hinter der Kamera, da stehen jetzt zwei, die lachen ein bisschen, aber die gucken mich auch sehr neidisch an. Die wollen gleich, glaube ich, genauso ein Ding haben. Und, aber den esse ich jetzt erstmal auf. Mmh. 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 Und die Soßen habe ich gut dosiert. Geil. Mmh.
Sehr lecker. So, das war also mein Burger, Biganox Burger. Macht ihn einfach mal nach. Lasst mir einen Kommentar hier. Im Idealfall ein Abo. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Und ich esse das Gerät jetzt hier auf. Geil.